Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Darkern. Im letzten Teil haben wir schon unser erstes Kampagnenziel erfüllt. Wir haben nämlich die Thraker ausgeschaltet und heute werden wir wahrscheinlich schon in den Konflikt mit den Makedonen rauschen. Sehe ich eigentlich, wenn du da rausgehst. Roberts! Ja, geht. Herr, das können wir nicht tun. Okay, pass auf, wenn ich angreife. Ja. Okay. Das ist blöd. Gehen wir mit dem Steuersatz runter. Holen wir uns einen Bogenschützen. Den können wir dann im Getenlager noch gebrauchen und dort einsetzen. Einheiten werden hier ja fortgebildet, nicht wahr? Jawohl. Werden sie... Was ist hier los? Drei Bengels da. General, Häuptling, General. Tim. Ich überlege gerade, ob das... Ach, weißt du was? Kleine Planänderung. Befehle, Befehle. General, Häuptling, Häuptling. Vorwärts! Wir können nicht weiter. Gehst du mit Steuern auf normal runter? Das reicht auch. Häuptling. So. Das sind drei Regimenter, die schaffen wir doch. Vorwärts! Wir können nicht weiter! Das geht doch alles hier. Ich weiß noch nicht genau, wie stark ich mich hier mit den Skyden da anlegen muss. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wo ist mein... Guck mal, der ist auf dem Weg hier und mein Spion, der war hier, ne? Können Sie in der nächsten Runde vielleicht da reingehen? Ja. Okay. Ah, ja, sehr gut. Handelsrechte passen schon mal. Guck mal, Karteninfo für 500. Machst du, hä? Super. Trenne mich von den Truppen. Oh, lol. Der hat mir gerade meinen Anführer gekillt. Zu diesem. Du kannst das doch nicht ernst meinen, Spiel. Genau jetzt, wo ich es gerade nicht gebrauchen kann. Gierig. Okay, gut, das muss ich dann anders machen. Ah, Drecksspiel, ey. Drecksspiel. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Bastarner. Zu Ende, bevor es dunkelt. Und nur wir werden übrig bleiben. Unsere Feinde werden fliehen. Ihre Toten werden zahllos sein. Kämpft und macht dies wahr. Jo. Also komm, da brauchen wir jetzt aber nicht die große Ansprache hier, ne? So, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis wir da in Position sind. Steht mal ruhig ein bisschen kompakter auf. So. Ich will nicht, dass meine Truppen da gleich total müde sind, deswegen lasse ich die einfach nur so regulär marschieren. Bodenschützen.
Wir werden angegriffen. Ja, ihr werdet angegriffen. Und das Ding ist halt, die Bastarner haben 2 Hitpoints und wir müssen die erstmal runterschießen. Ihr seht das, ne? Bis da mal überhaupt einer stirbt. Das ist schon tricky. Dann haben die auch noch so ein Schild dabei. Also ich spekuliere jetzt hier einfach ein bisschen drauf, dass die, ja, gut. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Ja, meine Spekulation war, dass die vielleicht die Bauern in die Flucht schlagen, dann frontal gegen den General kämpfen und ich ihn in den Rücken schießen kann, weil dann kann man die Bastarner relativ gut aufreiben. Das hat aber so auch geklappt. Aber nur mit den Bauern und dem Gen hätten wir das in der Tat nicht geschafft. Also die Bastarner sind in dem Fall einfach zu stark für den General. Wer ist denn jetzt eigentlich mein... Wer ist denn mein neuer Erbe? Ist der Skylus? Warte mal, das bist doch du. General. Den hätte ich halt schon gern dabei. Vorwärts! Es geht nicht weiter. Ja, ja, das haut aber hin. So. Die Siedlung wird belagert. General. Befehle? General. Die drei. Bewegung. Müssen wir gerade mit. Befehle? Tötet sie! Sieg! Befehle? Häuptling. Ja. Bewegung! Bewegung! Vorwärts! Häuptling. Marschieren. Marschieren. Hier hoch, bitte. General. Tötet sie! Ich überlege gerade, ob ich das automatisch machen soll. Ja, ne, von den Verlusten her muss das eigentlich gehen. Sieg! Häuptling! General! Nimm du einfach noch so ein... Häuptling! Ja, nimm du noch einen Bogenschützen mit. Ja. Marschieren! Bewegung! Die Kaff geht hier hin. Nicht weiter! Hier geht hier hin. Schließe mich der Armee an. Es geht nicht weiter. Baue ich hier noch einen Wachturm? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich baue erstmal die Häfen jetzt. Die Häfen sind halt wichtig wegen den Handelswegen. Hier mal den Schrein, der die Nahrungsmittelproduktion verbessert. Der verbessert auch noch ein bisschen die öffentliche Ordnung, was auch, glaube ich, ganz gut ist. Und hier können wir auf jeden Fall mal mit dem Steuersatz hochgehen. Aber den musst du fortbilden. Ja, General. Lauf mal weiter hier rum. Ja, ist, glaube ich, so auch okay. Ich weiß, dass es auf normal passt. Ja, aber 70% Steuersatz ist okay eigentlich. Ist auch okay. Ist alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Der einzige Nachteil ist halt wirklich, dass der Anführer gerade gestorben ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Okay, Karthago und Römer im Krieg. Kommando und so weiter. Wo ist unser Diplomat? Hier. Ja, Meister. Das ist ein Grieche. Ach, das ist der Kleomenes. Das ist, glaube ich, sogar der Seitenanführer bei denen. Ich kann nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ja. Mm-hmm.
Lauf mal hier hin. Ah, die Fortbildung kostet mich ja nichts. Das können wir machen. Jetzt bitte mal hier mit dazu. Häuptling. Vorwärts. Wir wollen uns noch hier einen Bogenschützen. Nee, warte, wir holen keinen Bogenschützen. Stopp. Kommando zurück. Befehle, General. Trenne mich von den Truppen. Schick den hier runter. Wir können nicht weiter. So, was ist das für einer? Marschieren. Sollen wir mal gucken? Zerstören. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Auf der anderen Seite, warte mal gerade, 250. Ah, ich mach so wenig Geld. Ich kann die nicht kaufen, die Bastarna, das ist zu teuer. Das lohnt nicht. Ne, warte mal, nicht der. Ich glaube, wir bauen einfach so mal die Farm. Ne, warte, spar das. Wir sparen nochmal auf ein Bergwerk. Ja. Schlage ich vor. So, Rundenbericht knicken wir mal gerade. Minen sind gebaut. Super, super. Krieg erklärt. Medien Karthago. Halleluja. Da steppt der Bär im Kettenhemd. Ja, Meister. So, Apollonia, haben sie schon mal die Bruti geholt? Ave, du kriegst meine wertlosen Karteninformationen für 500. Na, das ist doch schön, ne? Das ist ein sehr gutes Angebot auf jeden Fall. So, jetzt läufst du hier hin und vielleicht sind die Gallier schon hier. Na, also normalerweise starten die ja hier, je nachdem, haben die schon... Haben noch keinen Krieg mit den Julian. Kann also noch dauern. Okay. General. Ja, dann greifen wir jetzt mal Byzanz an. Das wird jetzt ein bisschen frickelig, glaube ich. Je nachdem, wie der sich da positioniert. Von mir aus, dann stell halt die Falkse da dran. Auf jeden Fall müssen die Bogenschützen aber ganz nach vorne. Vollgas. Da sind die Pell-Tasten. Was ist denn, wenn du dich so hinstellst? Ich wollte doch sagen. Der Rock ist am Tor. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Das Tor ist durchbrochen. Eure Krieger haben mit dem Rambock tapfer ihre Pflicht getan. So ist es. So, und jetzt schätze ich mal so hin, dass du eine ordentliche brauchbare Schussbahn hier hast. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Kriegsbande! Schnell! Kriegsbande! Schnell!
So, und du musst jetzt einmal schnell hier rum, bitte. Ah, der läuft mit dem Bauern auf die Piazza. Das ist jetzt ein bisschen schade. Jede Einheit, die der da zusätzlich hat. Kriegsherr ist tot. Er kann nur mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ihr könnt jetzt hier hin. Und du reitest mal im Schweinsgalopp da durch. Du läufst bitte hier hin. Du läufst bitte hier hin. Du mal jetzt in Position. Bitte auch. Das ist halt... Ich schieße die ganze Zeit auf die Bauern. Schieß doch mal auf die... Ach ne, komm, der steckt mir jetzt noch echt in die Flucht. Ach, das ist doch blöd. Komm. Mach eine platt. Der steht doch einfach nur da. Der verliert keine Einheiten, ne? Das ist halt saudoof, weil der halt... Der kriegt keine Moralabzüge auf dem, auf der Piazza. Deswegen kämpft er da meine Einheiten gerade runter. Naja. Und ich kriege halt noch Kollateralschäden durch die Pfeile, aber sonst würde ich wahrscheinlich noch weniger Kills machen. Na komm. Aber tatsächlich, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist halt Kriegsbande, ne? Also, das ist halt Tier 2 Einheit nach den Bauern. Siedlung bitte besetzen. Tempel haben wir keine drin. Wir können sie sogar hier fortbilden. Also, das ist doch tipptopp. So, 900 Eier. Wir brauchen einen Bauern und wir bauen uns eine Straße. Damit wir dann möglichst bald wieder rauskommen. Jetzt nimmst du direkt mal den Agenten mit. Begebe mich in Position. Es das geht ist schon mal nicht gut. Weiter. Wann kommst du da raus? Okay. Yo. Ich könnte auch einen Hafen hier bauen, aber ich glaube, die Straße ist tatsächlich erstmal besser. Zieh dich bitte zurück. Wir
So, Steuern 3000, Armeeunterhalt bei 3400. Also, das sollte sich im Idealfall ausgleichen. Zumindest einer der Posten sollte sich immer ausgleichen. Okay, Karthago, Spanien, Seleukiden, Ägypten. Ja, Meister. Unterwegs. Unterwegs. Hier ist relativ wenig los. Unterwegs. Wir können nicht weiter. Ja, die sind gar nicht mal so gut, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich so viele Mülltruppen habe, sind die dann am Ende doch noch halbwegs gefährlich, ne? Dann brauchen wir bitte noch hier einen Wachturm. Hierhin geht's. Ich lasse jetzt mal niedrig erstmal. Wir können auch hier die Minen bauen. Moment mal bitte. Oh, warte mal, du hast dich bewegt, ne? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir müssen davon ausgehen, dass die Makedonen da tatsächlich was auf dem Ei haben. Und bau hier bitte die Mine und danach bauen wir die Mine hier und die Kohle zwischendrin, die sparen wir jetzt. Stoßt vor! Stell ich mal hier hin. So, das wird als Grenzschutz hier auf jeden Fall mal reichen. Steuersatz erhöhen wir moderat. Oh ja, jetzt kann ich ja den ganzen Schwachsinn dann nochmal machen, ne? Lass mich ran, wenn ich das automatisch mache, verliere ich das, ne? Ah, das nervt, dass das vor allen Dingen direkt halt zweimal hintereinander war. Zweimal hintereinander, Bastarne ist einfach bastardig. Ja. Wo sind sie? So. Ich schneide das mal kurz raus, glaube ich. So. Gleich sind wir in Position. Aber ich finde es hier wichtig, dass die Bauern oben auf dem Hügel sind, sonst haben die halt moralmäßig überhaupt keine Chance gegen die. Auf. Einer hat das schon mal verloren. Ihr seht tatsächlich, sobald die halt ihren Schild nicht haben, kann man die ganz brauchbar knacken, ne? So, locken wir die jetzt noch mal ein bisschen ran. So, wir ändern mal gerade die Richtung. Schnell. Boah, die sind fix, ne? Sonst können wir sie weglamen. Dies ist ein großer Tag. Okay, das geht jetzt wenigstens so halbwegs schnell, ne?
Ah, dann muss ich die Drecksbogenschützen dabei halten. Ja, nee, komm, ich löse sie auf. 170 pro Runde ist mir zu teuer. Und dann kommen die jetzt wieder. Ja. Leichte Waffen verbessern, Erfahrung verbessern. Sag ich mal gerade. Kampfgeist plus 2, aber nackte Fanatiker sehe ich so die Super Django-Truppen. Die Tempel sind halt auch echt nicht wirklich gut, ne? Können wir nehmen dieses Salmoxis-Ding. Nee, wir sparen die Kohle für. Nee, wir sparen jetzt die Kohle. Wir sparen die Kohle und bauen Minen. Wir brauchen ja das Geld. Wir brauchen das Geld. Habe ich die schon bewegt? Die habe ich noch nicht, ne? Ja, Meister. Okay, ja, Salona ist noch zu haben. Es geht nicht weiter. Es ärgert mich gerade so ein bisschen, dass sie... Oh. Gegenangebot. Guck mal, Handelsrechnung machen wir mal so. Straight. Und die lausige Karteninfo, die kriegst du für nur 500 deiner Goldstücke. Ne, nimmst du an. Befehle? Vorwärts! Ja! Bewegung! Schließe mich an! Es geht nicht weiter! Befehle? Erwarte eure Befehle. Ja, mein Herr. Ich kann nicht weiter. Das ist unmöglich. So, nächste Mine bauen wir hier. Geht hier noch irgendwas Geldmäßiges? Nee, nicht so wirklich, ne? Sichelkämpfer bringen mir einfach nichts hier. Aber die Kriegsherrenversammlung, die bringt mir hier auf jeden Fall was. Das ist eine sinnvolle Investition. Ja, die Restkohle sparen wir wieder für einen Hafen, weil in Byzanz müssen wir nächste Runde den Hafen bauen. Und dann sind wir auch schon mit den Makedonen im Krieg, wie ihr hier so leicht erahnen könnt. Die illyrischen Söldner nehmen wir nicht. Die sind zwar gut, aber nicht so gut, dass ich sie hier für teuer Geld erwerben möchte. Erwarte eure Befehle. Ah, endlich. Okay, und jetzt könnten noch die Germanen den Julian oder den, weiß ich nicht, den Briten, wem auch immer, den Krieg erklären. Das wäre eigentlich jetzt so das Beste an der Sache. General. Wir können Thessaloniki tatsächlich direkt angreifen. Das Problem ist, der hat hier ziemlich viele Truppen gerade so rumgammeln. Herr? Suche nach Hinweisen. Ja! Okay, die sind schlecht, die sind schlecht. Die gehen so. Was der hat, weiß ich nicht. Vor dem habe ich tatsächlich sogar noch sowas wie Respekt. Marschieren. Stell dich hier hin. Sind das Bastarner-Söldner? Ne, das sind Tragische, okay. Die sind so ein bisschen mit unseren Sichelkämpfern vergleichbar. Sehr gut. Ja. Ja, mein Herr. Sofort. Sehr, sehr gut. Aha, da sind die Gallier, ja? Ich kann nicht weiter. Dann setzen wir mal einen Marker auf diese Armee hier. Dreckskriegsbande, ey. Wir holen uns einen Diplomaten. Bauen hier den Hafen. Gehen da kurz von 600 auf 705. Lohnt nicht. Lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt nicht. Wir bauen einfach mal den Hafen. Was bauen wir hier? Wir haben noch Geld übrig. Einfählung. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht unbedingt. Das ist billig. Das ist billig. Du baust und du baust ja auch, ne? Okay. Aber Einheiten rekrutieren, das ist noch nicht so mein Ding gerade.
Da bin ich noch nicht so von begeistert. Okay. Zu Diensten. Du machst bitte vor mir. Du stellst dich hier hin. Ich will noch ein bisschen mehr Sicht auf diese Einheiten hier haben. Begebe mich in Position. Es geht nicht weiter. Wo ist die schwere makedonische Kaff? Sind das? Der zwei schwere Kavallerieeinheiten, der zweimal Hetairenreiter. Die sehe ich hier noch nirgends. Und er hat noch keinen Krieg mit irgendjemandem am Start. Also, aha. Da oben habe ich was gesehen. Also, wo zum Geier sind die? Ja, das ist eklig. Okay, ich komme nicht nach... Es wäre schön, Thessaloniki zu erobern, aber ich fürchte fast, ja, Meister. Das Risiko ist zu groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Befehle? Gegen 11. Gegen 11, gegen 11, gegen 11, 13 gegen 11, gegen 12, 13 gegen 12. Herr? Unterwegs. Herr? Ich habe in der Feldschlacht tatsächlich gar nicht mal so schlechte Chancen gegen die... Ja, wir greifen ihn hier oben an. Bilasora ist der bessere Angriffspunkt. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Selkin und Armenienkrieg, Bündnis, Güten, Pater. Waffenstillstand, Scipion, Gallien. Netter Versuch. Okay. Wir haben noch eine Volljährigkeit. Denare. Ne. Mach ich nicht. Sofort. Das kann nur Crap sein. Los vor! Ich krieg Anfälle, ey. Also diese ganzen... Weil die sehr recht günstig im Unterhalt, ne? Hier, das sind die Jungs, die der da hat. Diese barbarischen Söldner. Kosten 800, 1600. Dafür würde ich sie dann in der Schlacht besiegen. Das ist billiger, als die 3000 auszugeben. Frage ist, reicht auch eine davon? Also gegen die Bastarner möchte ich nur ungern mit den zwei Generalseinheiten hier kämpfen. Hätte ich schon gerne irgendwas anderes noch dabei. Entweder selbst die Bastarner, aber für 1700, dann nehme ich lieber zweimal diese barbarischen Söldner. Oder zweimal diese illyrischen Söldner. Komm, wir nehmen die hier. Okay, kleiner Test. Befehle. Nochmal automatisch. Ja, gut, das reicht mir. Wir werden herrschen! Befehle, Häuptling.
Häuptling! Häuptling! General! Ja! Lol, die Stadt wächst jetzt durch die... Befehle? Die Stadt wächst jetzt aufgrund der... der aufgelösten Söldner. Okay, cool. Du läufst hier hin, du läufst hier hin. Ihr baut mir jetzt gleich mal ein paar Türmchen. Du baust dann nächste Runde diesen Thronsaal. Schildträger. Kommando. Rundenbericht ist easy. Mal. Nur falls da irgendjemand dumm längs kommt. Wir verstärken mal die Befestigung in Thylis. Lager den Kram, aber wenn der zurückkommt, ich glaube, wir schaffen das. So, wo ist der Gallier hier? Guck mal hier, ich habe total wertlose Karteninfos für 500. Masse, ne? Great deal, great deal. Ja, Meister. Ich kann nicht weiter. Weiter geht es nicht. Kann ich etwas tun? Euer Ehren. Euer Ehren, ich bin doch kein Richter. Komm, bau das Teil. Hier bauen wir ja nächste Runde. Okay. Unter einer Bogenschützen haben wir hier gesagt, ne? Ja, ist aber unwahrscheinlich, dass der damit hier... Trotzdem, einer Bogenschützen reicht uns hier als Defensive. Das reicht safe. Hätte ich mir auch fast gedacht, dass er hier zurückläuft, ne? General! Herr? Bewegung! Es geht nicht weiter! Ja, lauf mal Bewegung. Hier runter. Stoßt vor! Die haben irgendwas Saudummes vor. Sofort. Ja, Meister. Ja, Meister. Weiter geht es nicht. Es geht nicht weiter. Befehle? Ja. Die haben irgendwas total Dummes vor, die Germanen da oben. Da brauchen wir Bogenschützen, dann kriegen wir die aber. Nee, warte. Wir bauen erstmal die kleinen Gemäuer. Alles, was Kohle bringt und Wachstum, ist gut für uns. Wir brechen die Befestigung in Thylis ab und stecken das Geld jetzt lieber nochmal in so einen Händler. Gehen wir den Steuersatz hier auf hoch. Mehr. Bevölkerung ist super niedrig hier. Geh auf normal mit dem Steuersatz. 3% Bevölkerungswachstum ist nicht viel. Pontus im Krieg mit Seleukien, Skipion wieder mit Gallien. Bündnis Julia und Germanen. Ich 3.100 Steuern, 3.477 Unterhalt. Ja, das ist eigentlich immer noch zu wenig. So, und was hat der da jetzt genau? Der noch drei Hopliten hier.
Und einen Hopliten hier. General! Und wenn wir den abfangen können, also ich glaube, wir können den abfangen, dann machen wir dem auf jeden Fall schon mal zwei Armeen weg, plus diese Armee hier drin, greifen danach diese makedonische Armee an und dann ist der Weg auf Thessaloniki auch frei. Klingt komisch, ist aber so. Ist ambitioniert, aber ja, zu schaffen. Ja, Meister. Wo sind die Julier? Sofort. Es geht nicht weiter. Weiter geht es nicht. Dann sagen wir denen gleich mal Hallo. Oh, Patavium wird fallen. Da werden es die Gallier aber schwer haben, du. Also ich bin gespannt, wann uns die Römer anfangen zu roffelstompen, wie es so schön heißt, ne? Okay. Ja, lass uns noch ein bisschen über historische Hintergründe zu dieser Zeit sprechen, bevor wir uns im nächsten Part dann mit der Belagerung von Bilasora auseinandersetzen. Naja, oder vielleicht machen wir das jetzt am Ende noch. Ja, mal gucken. Dann wird der Part halt nur heute ein bisschen lang, aber ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir das noch machen. Ja, genau, also zu den historischen Hintergründen vielleicht. Erstmal fange ich damit an. Ich glaube, ich muss mich korrigieren, bin mir aber nicht mehr sicher, was ich im letzten Part erzählt habe. Ich meine, ich hätte von dem Decebalus und dessen Sieg über diesen Prätorianer-Präfekten Cornelius Fuscus gesprochen, der gegen die Daker Krieg geführt hat. Also falls ich das so gesagt habe, muss ich mich da direkt korrigieren. Also der Decebalus oder Decebalus, der kam erst später auf den Plan. Da war der Fuscus schon längst Geschichte. Vielleicht fange ich einfach so nochmal an, dass diese Dakerkriege unter Trajan natürlich auch eine Vorgeschichte haben, die es sich lohnt, mal so ein bisschen anzugucken. Nämlich tatsächlich ist es so, dass wohl schon zu dieser Zeit, also der ersten großen dakischen Königreiche, ne, Burebista, dass da schon wohl die Römer den ein oder anderen begehrlichen Blick auf Dakien wohl geworfen haben. Die genauen Umstände dafür sind unbekannt, aber man sagt also, dass letztlich eigentlich nur der Tod Cäsars verhindert habe, dass schon früher gegen Dakien Krieg geführt worden wäre. Ob das historisch jetzt so haltbar ist, kann ich schlecht sagen. Da ist bestimmt auch ein gehöriges Maß an Spekulation eben mit dabei, aber tatsächlich haben diese Kriege gegen Dakien eine etwas weiter zurückreichende Vorgeschichte. Ne? Und die Römer hatten natürlich schon auf dem Plan, was da oben so passiert. Und die Römer hatten immer ein großes Interesse daran, stabile Verhältnisse zu schaffen. Das ist ja auch irgendwie klar. Ne? Also für den Wohlstand, den sich die Römer erarbeiten wollten oder erhandeln wollten, da war es einfach wichtig, stabile politische Verhältnisse zu haben. Die Auseinandersetzungen beginnen aber eben früher als zur Zeit dieser Dakerkriege Trajans 101-102, wenn das Ganze losgeht, sondern es gab schon zu Zeiten Domitians, gab es schon Auseinandersetzungen mit den Dakern und eine Strafexpedition dorthin. Das sieht in etwa so aus, dass die Daker unter ihren Anführern häufiger mal doch diese Provinzen Mösien eben überfallen haben. Da wird ein Diopaneus genannt in diesem Zusammenhang, der später vielleicht eben ein, ja, der später mit diesem Duras gleichzusetzen sein könnte. Das ist aber auch umstritten. Diopaneus auf jeden Fall ein Anführer, der, das darf man wohl sagen, eine antirömische Koalition geschmiedet hat und die Römer also gezielt nicht nur versucht hat fernzuhalten, sondern eben auch versucht hat, sich an ihnen zu bereichern. Er hat sich Scharmützel auch mit den Römern geliefert, sodass Domitian dann tatsächlich doch dazu übergehen wollte, einen Bestrafungskrieg gegen die Daker zu führen. Und da ist eben dieser Cornelius Fuscus eben bei dieser Strafexpedition dabei.
und wird aber auf dieser Strafexpedition selbst dann getötet. Der Diopaneus soll dann zu diesem Zeitpunkt wohl aber auch vertrieben worden sein. Also er konnte später in einem folgenden Feldzug ausgeschaltet werden. Duras soll nachgefolgt sein. Um das Jahr 85 tritt dieser dann wiederum zugunsten von Decebalus oder Decebalus zurück. Und Decebalus wird dann eben der benannte dakische Anführer, der sich dann eben auch deutlich heftigere Auseinandersetzungen mit den Römern liefert. Unter Domitian gelingt es ja noch nicht, Dakien zu einer römischen Provinz zu machen. Dazu muss man sagen, dass Domitian sehr stark natürlich auch mit Auseinandersetzungen um germanische Stämme zu tun hat, also mit den Quaden und den Markomannen hat er zum Beispiel viel zu tun und kann sich also nicht mit vollem Einsatz eben auf Dakien konzentrieren. Es ist übrigens sehr interessant, also ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Kriegsführung in Germanien auch da zu werten ist, die Domitian da ja angestrengt hat. Domitian hatte ja zum Beispiel Münzen prägen lassen mit dieser Aufschrift Germania Capta oder eben hat sich den Beinamen Germanicus gegeben und hat ja seine Kriege da in Germanien gegen die Chatten, glaube ich, hat er ja als große politische Erfolge gefeiert. Das ist auch heute übrigens tatsächlich ja wohl unzweifelhaft, dass das nicht so große Erfolge waren, wie er es eben gerne gehabt hätte. Aber das scheint auch irgendeine Signalwirkung Diopaneus, so, den Namen werde ich jetzt nie wieder vergessen. Es scheint auch irgendeine Signalwirkung auf diesen Diopaneus gehabt zu haben, der wohl dieses Vorgehen eben wohl auch genutzt hat, um eben diese antirömische Koalition eben zu schmieden. Da müssen ja auch Leute mitgefolgt sein. Also das muss irgendeine ausstrahlende Wirkung auf die Provinz Dakien gehabt haben, die ja auch gar nicht geografisch gesehen so weit davon entfernt war. Ne? Also das ist tatsächlich eine interessante Frage. Im nächsten Part reden wir dann noch über die Dakerkriege von Trajan. Da können wir übrigens schon mal direkt festhalten, das ein bisschen kritisch zu sehen sein. Ganz viel wissen wir ja von dieser Trajanssäule. Und die ist ja natürlich aber so ein Propagandainstrument gewesen. Wurde ja aufgestellt mit dem Ziel, natürlich die großen Taten Trajans darzustellen. Der Trajanator wird sich damit wahrscheinlich besser auskennen als ich. Trajan soll ja hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben über diese Dakerkriege. Aber das ist verschollen, das gibt es, glaube ich, nicht mehr so. Und jetzt gucken wir mal gerade nochmal. Komm, ey, zeig mir mal gerade, kriegen wir das hin? Boah, da kommt nur eine Verstärkung, ey, nice. Das ist super, der wird nicht rechtzeitig da sein. Komm, das machen wir jetzt noch gerade. Dann haben wir noch eine wichtige Etappe in diesem Let's Play. Die Götter wissen, wir wollten diesen Krieg nicht. Die Götter kennen unser Herz und die Götter wissen, dass der Feind verdammt ist. Mut erfüllt die Herzen aller Krieger, Mut und vieles mehr. Jeder Krieger weiß, wer flieht, der hat sich nicht nur vor mir, sondern auch vor den Göttern zu verantworten. So, ich würde mal einfach vermuten, dass seine Verstärkung von da drüben kommt. Also zumindest, wenn diese Darstellung auf der Karte halbwegs korrekt ist. Ich spiele hier nicht Warhammer, wo die Verstärkung einfach aus irgendeiner beliebigen Richtung kommt und überhaupt nichts damit zu tun hat, wo die Armeen auf der Kampagnenkarte stehen. Aber für diesen Zweifelsfall haben wir noch unsere Kaff, die uns da helfen wird. Jawohl, doch. Der Feind schickt mehr Schwächlinge, um die Linie zu verstärken. Einheiten,
Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau, die haben eigentlich. Barbarische Kavallerie. Haben eigentlich keine Chance gegen uns hier. Stopp. Ah, doch jetzt. Du Eimer. Du Eimer. Der Bock ist am Tor. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. So, du darfst jetzt nochmal hier reinbrettern. Das ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Ah, ja, das ist ein Bug. Die Einheiten verfolgen da nicht richtig bei diesen Schlachten. Das ist ein bekannter Bug übrigens. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Ihr seht das hier, die bleiben einfach stehen nach einer gewissen Zeit. Okay, gut, immerhin unsere Bogenschützen ballern hier auch so ein paar runter. Okay, gut. Ja. Kollateralschaden FTW, ne? Ich will noch weglaufen, oder laufen jetzt auch so. Der Weg liegt frei. Schickt okay, eure gut. Männer, um all die Feiglinge zu töten. Ja, also werden wir das machen. Das ist witzig, ich treffe die gar nicht. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Die kämpfen da angeblich schon. Lauft ihr mal hier hin. Ja, und viel ist dann ja nicht mehr übrig, ne? So, schauen wir mal, ob ich da irgendwas treffe, ne? Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Bogenschützen! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle!
Nein, die haben noch genügend Munition, oder? Ups, jetzt muss ich ein bisschen langsamer machen. Der feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Greift an und jagt die anderen hinterher. Okay. Das ging schon mal gut. Ihr habt den feindlichen General getötet. Seinem Gut, okay, das lief doch wie am Schnürchen. Das Land gehört uns. Wir besetzen die einfach nur, glaube ich. Artemis verbessert Fernkampfwaffen. Deswegen können wir die hier auch fortbilden. Ich glaube, wir lassen es aber erstmal so. Denn ich will ja versuchen. Die Armee kann sich ja noch bewegen, ne? Ich will versuchen, den Typen noch anzugreifen. Und den hier würde ich auch ganz gerne noch angreifen. Weil jede Armee, die wir jetzt hier vernichten können, das ist gut, ne? Denn die Makedonen, die hauen jede Runde aus ihren Städten da Einheiten raus. Ah, jetzt weiß ich, wo die große Armee ist. Da hinten ist er. Wird aber zu spät kommen für Thessaloniki auf jeden Fall. Die Thessaloniki werden wir bis dahin schon haben. Bin ich mir ziemlich sicher. So, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Pax Vobiscum und Valete.